Ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Part von Borderlands Game of the Year Enhanced Edition. Wieder dabei ist mit mir der gute MikuXC. Guten Tag. Und ich muss mich entschuldigen, ein bisschen korrigieren aus den vorigen Parts. Ich war ein bisschen vorschnell. Erstens, Angel gab es halt schon wirklich in Borderlands 1. Die sah aber da noch anders animiert aus. Ah, okay. Jetzt steht sie halt. Jetzt wird sie halt neu abgelichtet, ne? Ja, alles mit Borderlands 2, ne? Ein bisschen neu, ein bisschen angepasst an Borderlands 2 nochmal ein bisschen. Und ich glaube auch neue Audio-Files sind dabei. Allerdings gab es Angel halt auch schon vorher. Und ich habe die Audio, ich hatte ein paar Audio-Probleme mit den ersten beiden Parts jetzt. Und zwar ist die Waffensound ein bisschen laut gewesen. Ich habe versucht, mich runterzudrehen, entschuldigt mich, aber jetzt wird's besser. Ich hab. Genau. Ne? Ja. So, kannst du nochmal zusammenfassen, was wir das letzte Mal gemacht haben? Ich glaube nicht, ne? Nein, ich hab's vergessen. Das ist 4 oder 5 Wochen her, keine Ahnung. Ich guck mal kurz im Menü. Wir sollen zum Sledge Safe House. Ah, okay, das Sledge Safe House. Da sollen wir hin. Und dort gehen wir jetzt hin. Das dauert ein bisschen, bis wir da sind, weil okay. Ein bisschen weit, ne? Die Bildqualität sollte sich jetzt auch drastisch verbessert haben. Ich habe ein paar Einstellungen geändert, das sollte jetzt alles flüssiger laufen. Können trotzdem noch ein paar Lags kommen, das sind dann Online-Lags, also entschuldigt das. Flood of GGNS Solid Gamble. Oh, hier sind schon wieder ein paar Skags. Oh, hier sind die Skags, oh Gott. Ja, läuft bei dir. Ja, du hast gedacht, so, Alter, mache ich die im letzten Part noch kaputt. Aber. Ja, hat er nicht gebracht, ne? Ja, leider. Die spawnen ja wieder neu, sobald du hast das Spiel ja neu reloadet, weißt du? Stimmt. So, Skags sterben gerade alle. Ich frage mich gerade mal, ich muss da gleich nochmal nachgucken, wie mein Facewalk geht noch, ne? Das ist halt so dumm. Nee, so, jetzt gucken. Kriegen die erstmal richtig schön auf die Schlagen? Fresse, Alter. Was willst du das denn, Alter? Konsole? Nein. Komm her, Alter. Hör auf wegzulaufen, Alter. Du dumm. Hier, Faustschlag, Alter. Was wollt ihr denn, ihr Lappen? Ich verprügel euch einfach alle. So. Ach, F. Oh, natürlich. Sie sind alle tot. Ich sehe es ja gerade unten links. F. Ach so, sie sind tot. Ich ja, egal. Ich habe alle schon umgebracht. So. Und G. Ja, man steht ja die sind ja die Tasten, ne? Und wir haben noch 3 Slots gekriegt. 3 Waffenslots. Stimmt, ja. Das auch noch. Im dritten. Oh Gott, Borderlands 1. Ja, für die das zuschauen, wir bedanken uns da sehr, aber wir wissen, dass das Projekt eh nicht geguckt wird. Eben. Deswegen nehmen wir es auch durch auf, ne? Genau, wir spielen das, weil wir halt Bock darauf haben im Moment und weil wir uns auf Borderlands 3 vorbereiten wollen. So ein bisschen. Ja. Borderlands 3, oh, Spucker. Borderlands 3 wird wieder nicht durch aufgenommen. Ich will nicht sterben. Oh Gott, ich mach dir mit meiner Kackwaffe halt einfach keinen Schaden, ne? Na, Borderlands 3 wird nice. Borderlands 3 wird mega, deswegen, Alter. Und weil wir Borderlands 2 halt schon gemacht haben, wollen wir halt auch Borderlands Dingens mitnehmen, ne? Genau. Wir müssen halt nur machen. Gucken, wie wir das machen, weil ich habe jetzt die Xbox One-Version vorbestellt bei 2K. Und da hoffen wir halt auf Crossplay, sonst haben wir ein Problem. Wenn kein Crossplay, dann haben wir eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Entweder du kaufst dir die PC-Version. Ja. Oder ich meine Xbox mit Xbox-Version. Ja, eben. Aber das schnacken wir es dann. Es ist noch ein bisschen hin bis Borderlands 3. Ja, eben. Wir warten dann noch. Wir müssen noch auf Crossplay-Bestätigung warten. Wir hoffen, dass es mit der PC-Version Crossplay geben wird. Das wäre richtig nice. Dann hätten wir alle Vorzüge. Zurück. Außer, dass Miku dann natürlich an sich das bessere Spiel hat, weil PC immer besser ist. PC immer besser, selbst wenn ich Billo-PC habe, ist PC-Version besser. Aber das Ding ist halt, Miku und ich sind große Retail-Fans. Und deswegen lieber Retail kaufen, weil der Wii-Shop hat uns gezeigt, wohin Digitalkäufe führen werden. Eben. So, ach, hatten wir die hier nicht auch erledigt und sind hier sogar ein paar Mal gestorben? Ja. Wegen diesen bekackten Snipern hier. Boah, der ist tot. Das Problem, was ich habe, meine Sniper ist echt scheiße, was Ziel angeht. Ihr seht das gerade hier bei mir. Das ist echt schlimm. Schöner Heady, Alter. Boom. Hat gut gemacht, ich bin stolz auf dich. Ich weiß, kannst danke. Du deiner Mutter erzählen, Alter. Ja, mach ich auch. Gefeiert. Mach ich auch. Ich schwöre. Mach das, Alter. Gönn dir. So, wir öffnen mal nochmal die Karte. Ich muss mal kurz nochmal gucken. Genau, wir können dir noch ein bisschen was zu Borderlands 3 revealen. Borderlands 3, da wissen Miku und ich auch noch nicht, ob wir da draußen Stunde-Parts oder nur halbe Stunde-Parts machen. Oh, ich glaube, ich habe ein Level-Up erreicht.
Wenn ihr diesen Part guckt, könnt ihr uns natürlich empfehlen, wie wir es am besten machen. Genau. Wir wollen am liebsten, also am liebsten möchte ich ja schon eine Stunde machen, weil ich habe Angst, dass man halt nichts erreicht. Richtig. Wir müssen ja nach rechts übrigens, ne? Ja, ich bin hier gerade noch am Kämpfen gegen irgendwelche No-Names. Ah, Überraschung. Oh, scheiße, ich habe keine Muni mehr. Oh nein, ich bin absolut Muni leer. Gegen Leute mit freiem Oberkörper ist am besten eine Feuerwaffe. Oh, scheiße, Feuerwaffe, ich bin tot. Erzähl nichts, kriegst du noch hin? Ja, ich hab doch einen Sniper. Nein, wie schnell sinkt mein Leben und ich muss nachladen. Oh, ich sterbe. Echt? Ich hab dich gerade noch gefragt. Ich musste nachladen, ich bin tot. Oh, ich bin auch tot. Hier ist auch ein Badass-Räuber. Wo ist er hin? Ich bin schon auf dem Weg, ich hoffe, du überlebst noch so lange. Nee, ich sterbe wahrscheinlich. Oh nein! Du hast nur die... Nee, das schaffe ich nicht, egal wie schnell ich laufe. Hätte ich jetzt Facewalk, würde ich das schaffen, aber so nicht. Problem ist halt, das Nachladen und das... Ja, ist halt kacke, ne? Borderlands ist vom Schwierigkeitsgrad her, also der erste schon, ein Ticken krasser, finde ich, als der zweite. Ich ändere mal kurz meinen Kopf. Und man kann hier sogar Fallschaden nehmen. Hast du gehört, was Randy Pitchford gesagt hat auf Twitter? Nein. Hast du es mitgekriegt? Was hat er gesagt? Aber das ist ein nicer Hut. Es gab ja die Gerüchte, oder hier irgendeine Seite, Zeitschrift, Zeitung, News-Seite hat gepostet, Borderlands 3 wird Mikrotransaction haben. Ne? Ja. Hat er eine Seite gepostet und er auf Twitter so, Lüge! Ihr lügt! Das kann nicht sein! Und hat Borderlands... Und dann im selben Satz aber halt auch sagen, von wegen, das ist ja nur fürs Optische. Was? Hä? Wie? Was? Du kannst doch nicht das eine sagen und das andere meinen. Entweder du hast Microtransactions oder halt nicht. Und ich muss ehrlich sagen, Borderlands bietet sich halt für Microtransactions halt auch an, ne? Ja, eben. Ist halt so. Aber dennoch. Ich hab halt nichts gegen Microtransactions. Ich bin nicht voll dagegen. Es ist okay, solange es halt wirklich nur fürs Kosmetische ist. Eben. Bin auch nicht voll dagegen. Solange man halt nichts beschnitten wird und solange man halt ohne das halt auch genügend Auswahl hat wie in Borderlands 2 mit den kosmetischen. Richtig, genau das ist ja der springende Punkt an der Geschichte. Wenn du noch genug kosmetische Auswahl hast, die du so freischalten kannst, stört mich das halt überhaupt nicht. Eben. Ich verstehe deswegen oft nicht, warum Leute bei Microtransactions, gerade wenn es ums Kosmetische geht, so rumheulen. Aber Randy Pitchford ist halt aber auch ist halt schon ein Dude, ne? Er ist schon ein Dude. Ja, er ist tatsächlich schon ein Dude. Oh, geil. Er ist schon ein Dude. Guck mir, wie mache ich das Menü nochmal auf? Und wow. Ach so. Mit I. Ja, mit I. echt gut. Das Problem, was für die Pitchfall ist, er macht sie unglaubwürdig, extrem. Vor allen Dingen bei Battleborn. Erinnerst du dich noch an Battleborn? Ja. Das Spiel? Hat er gesagt, als eine Zeitschrift gesagt hat, von wegen, das geht free to play. War er auf Twitter sofort wütend und hat gepostet von wegen, wie könnt ihr es wagen? Das wird niemals Free-to-Play sein. Schlagzeile der nächsten, nicht mal ein halbes Jahr später, Battleborn geht Free-to-Play. Geil. Das ist schon ein bisschen, ja. Leute, ich muss euch noch was sagen. Vitamals, beste, Alter. Oh, Kacke, was ist das denn? Oh nein, Badass-Feuerskag. Oh, scheiße. Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß. Ich bin hier noch am Looten. Ja, ich kämpfe gerade. Ich kämpfe nicht gegen den. Ich brauche unbedingt Muni. Ohne Muni bin ich am Arsch. Ja, hier ist nichts mehr. Aber der gute, hier war auch keine Muni. Der gute Miko hat mir nichts übrig gelassen. Nein, da war auch keine Muni. Da war nur höchstens, ups. Waffen war auch nicht. Da war hier Geld in den Dingen. Ah, okay. Oh, was ist das denn für ein Scheißhut, Alter? Das ist ein nicer Hut, ne? Halt dich schon mal gesagt, Alter. Der ist richtig nice. Wo ist ein Feuerskag? Da ist der Feuerskag. Er ist jetzt gerade hinter der Mauer. Ich sehe ihn. Ach, da. Bam. Wir können ihn, das Problem, meine Waffe ist halt echt scheiße zum Zielen, ne? Und das als Sniperwaffe. Was macht er denn da? Guck mal, wie verbuggt das Spiel ist, Alter.
Ich kann weißt ihn, du, ich glaube, ich kann ihn das bereuen, treffen, oder? Wenn ich springe. Jetzt ist er weg. Oh nein. Nein, er ist da. Er ist hier, Alter. Hast du meinen Sprung gesehen? Ist das nicht nice? Das war gewesen, richtig Alter? Gut gezielt, Alter. Ah! Alter, was ist mit dem Vieh los? Das war mega gut gezielt, ne? Wie ich da runtergefallen bin, das war auch gekonnt. Gekonnt rübergesprungen, ne? Ja. So, ich hab... Oh Gott! So, jetzt reicht's mir. Wo ist... Hä? Oh, ich glaube, er will! Oh, er will es wissen, dann kriegt er jetzt auf die Fresse, Alter, mit meinem geilen Modus. Ja, ich glaube, er will mich Doggy. Mm. Komm her, Alter! Jetzt kriegst du die Fäuste in den Arsch. So, hier! Du legst dich mit mir an, du kannst gern einen Faustkampf mit mir haben, Alter! So! Guck mal den Typen an, Alter! Das ist die Gedenktodespose, Alter! Komm mal her! Guck dir den Typen an, wie er da liegt! Oh, ich hab eigentlich keinen Bock mehr. Ich tu nur so, als ob ich tot bin. Oh, scheiße! Bitte umarm mich! Weiß nicht, ob er bei dir genauso liegt wie bei mir. Bei mir hat er die beiden Hände. Aber nicht so, als wenn er seinen Kopf abstützt. Und bei mir sieht es eher so aus, als zeigt er mit dem Finger hier gerade auf mich. Nein, weißt du, wie bei mir so ist? Er liegt auf dem Rücken, Beine breit, bisschen Kopf zur Seite und er stützt seinen Kopf mit der Hand ab, so als wenn er auch keinen Bock mehr. Ja, das macht er bei mir nicht. Bei mir zeigt er mit dem Finger, wenn ich... Alter, das ist so geil. Das musst du unbedingt bei mir gucken, wenn das Part rauskommt, Alter. Hier zeigt er bei mir jetzt auf den Finger. Musst du mal gucken. Oh, der hat mich umgebracht. Hier ist er. Ach, geil. Oh, geil, diese Borderlands-Dinge. Sind schon nice. Was ist das hier? Brauchst du das? Was denn? Hier ist eine Pistole oder sowas. Hohe Chancen auf Elementareffekt. Ah, einfach mitkommen. Einfach mitnehmen, einfach mitnehmen. Karl, verkaufen, ne? So, was sagt die Map? Die sagt... Es weht ein Wind aus Blei. Bonenschredderer, den hatte ich vorher. Eine Pistole. Ah, hier oben rechts. Wir müssen nach rechts, ne? Höchst effektiv gegen nackte Haut. Okay. Feuer, ne? Ja. Mhm. Oh, warte, da oben ist wieder einer Typ, der... Warte. Warte, nichts machen. Kein Headshot. Oh, die Waffen sind halt so kacke, Alter. Schöner Heady. Da war kein Heady. Oh, da ist noch einer. Ein Räuberbandit. Bats, der hat auch ein Schild. Komm, wie er denkt. Wie er denkt, Alter. Alter, was bist du? Ein Stormtrooper, der nicht treffen kann, oder was? Headshot. Puh. Gegen uns hast du halt einfach mal keine Chance gehabt. Eben. Wir sind zu gut. Wir sind die Kammerjäger. Wir sind dafür da, um Bugs zu bereinigen, die das Spiel in der Menge hat. Wir sind dafür da, um Kammern zu jagen. Genau, wir jagen die Kammern. Oh, das sieht ja böse aus, ne? Hey, Brick. Oh, Brick. Das war ein Heady, Alter. Hey, pass auf, ey, hier bin ich. Oha. Alles klar bei dir? Ja, alles gut, ich habe den Heady verpasst. Ein bisschen Roleplay hier. Roleplay? Was denkst du, wer du bist, Alter? Arbeiterbandit. Arbeiterbandit hat sich mit seinem Kopf verabschiedet. So, alles okay bei dir? Borderlands 3 soll wieder mehr wow. Wie Borderlands 1 werden. Wow, Psychopath, was Alter. Ist klar, Diggi. Ich bin tot, Lel. Lel? Brennender Psychopath. Kriegst du es hin? Ich hoffe es sehr. Ja, ich lebe wieder. Nice. Nice. Von wo schießt er denn da? Stört. Elektrowaffen sind übrigens gut fürs Schild. Gut so, fürs ich Schild. Ich hab leider keine Elektrowaffen. Lass mal hier hochgehen. So, ich würde mal sagen, bei uns läuft. Hier liegt noch eine Waffe. Die gönne ich mir. Die nehme ich mal mit. Ist zwar nur Standard, aber was soll's. Ja, mach die. Gönn dir einfach mal. In die Fresse, gönn dir. Ja, ich gönn mir natürlich immer. Ich gönn mir. Jetzt spring doch da hoch, alter Brick. Weißt du, du bist schon so maskulin und dann springst du da nicht hoch. Yeah. Was mache ich da eigentlich? Bin ich doof? Du wolltest da runterspringen. Du musst hier aufs Dach. Ich wollte nicht runterspringen, wollte hier hoch. Das hier ist aber nichts. Ja, hier ist ein guter Überblick. Hast du mal die Aussicht genossen? Oh nein. Ich glaube, ich stecke hier fest. Oh nein. Ich komme hier nicht mehr raus. Dein Ernst? Ja, mein Ernst. Tatsächlich nicht. Ich steck fest. Oh, ich bin raus. Oh ja, Borderlands, Leute, Borderlands. Meins übrigens, ne? Du hast mich gerade davor abgehalten, diese Kiste zu looten. Dementsprechend ist das ja auch ich meine Ich wollte Kiste die Munition, gewesen. Ich hab keine mehr. Oh nein, ein Schläger. Was tun wir? Wir schießen ihn tot. Mit 1000 Headshots. Mach das. Tot.
Armerschläger. Tja, oberkörperfrei, aber guck dir mal, wie sexy der ist, Alter. Ja. Meine Güte. Guck dir mal an, wie maskulin, ey. Ja. Du bist da ein Witz gegen. Echt so? Da kannst du. Ah, hier ist ein Kill, hier ist ein Spinz. Ich weiß nicht, was die mit Spinz haben, ne? Geld, Geld. Nur Geld. Gib mir das Geld. Ja, nur Geld. Loot. Hier ist eine Toilette. Ich bin mal kurz. Danke, das ist meins. Dann kannst du mal bitte rausgehen hier? Das kann aber nicht sein, ey. Entschuldigung. Du wirst jetzt gerade angegriffen, wenn du auf Toilette gehst. Ja, lass mich in Ruhe kacken. Ich bin auch ein Mensch. So, er ist tot. Tut mir leid, dass ich ein Mensch bin. Wow. Ein Sniper da hinten oder was? Nein, als wenn das ein Sniper ist. Hat er mich durch den Sniper spioniert? Beim Kacken gestört? Als ob, Diggi. Ich treff dich doch. Ja, geht doch. Als wenn er mich beim Kacken stört tut. Natürlich stört er dich beim Kacken. Nächstes Tod. Level. Geil. Ich hab einen Skillpunkt. Das hätte ich auch gerne. Das glaube ich. So, sehr nice. Damit bin ich. Ich hätte aber den besseren Sniper. Wobei ich eigentlich nicht so gerne. Ich Sniper schon gerne. Allerdings echt nicht bei Borderlands, ne? Ja, das lohnt sich halt auch nur, wenn du einen Charakter für Sniper hast. Und den haben wir gar nicht. Da steht Turtles all the way down. Turtles all the way down. Waste. Das ist natürlich gut zu wissen. Was steht hier noch? Waste, don't. Und den Rest kann ich nicht lesen. Auf jeden Fall sind sie ein Fan davon, das überall hinzuschmieren. Ja, und man kann das Waste. Oder die Textur hat sich. Oder sie haben einfach die Textur geflippt. Natürlich kann auch nicht auch sein, ne? Haben sie auch, sieht man ja auch schön. Ist der Finger oben, wird man dich loben. So. Der Text. Wir wollen weiter. Der Texturflip ist real. So, wo müssen wir hin? Ach so, wir müssen da hinten hin. So, Prick, wir gehen weiter, ne? Wir gehen definitiv oder weiter. Oder wie siehst du das? Ist safe. Ich klinge ganz schön männlich dafür, dass ich weiblich bin, ne? Männlich! Männlich! Bevor du reingehst, warte, bevor du da nicht rein, warte, lass mal hier oben alles abchecken. Na, erst. Du hast die Kiste geöffnet, da steht er jetzt. Du bist so ein Lurch. Ich gönn mir hier oben, ja, ne? Ja, gönn dir. Brauchst du ja nicht, oder? Gönn dir. Eine Waffenkiste. Oh, bitte, ne, bessere Sniper. Ich brauche unbedingt eine bessere Sniper. Ich brauche eine bessere mit Zielgenauigkeit. Das ist heftig. Was ist das denn hier? Die sind beide kacke, was Zielgenauigkeit angeht. Das eine ist ja aber auch kein Sniper. Stimmt. Aber 200% kritischer Trefferschaden. Nimm, tausche ich aus. Mir egal. Was? Du hast mir meinen Sniper geklaut, Alter. Nein, Scherz. Halt die Backen, Alter. Du kannst meinen letzten anderen Sniper haben. Ach so, ich hab einen Sniper mit 200% kritischer Trefferschaden. Ja, meine, jetzt hab ich auch so eine. Ich will die. Oh. Die sah nice aus. Das war irgend so eine geile Rifle. Wo waren die jetzt? War das die? Ja. Tausche ich mal aus gegen die hier. Hier, willst du die haben? Schenke ich dir. Welche? Willst du noch eine Elektrowaffe haben? Hier habe ich auch noch eine. Die sind alle kacke. Der Sniper ist besser als mein Ding hier. Oh Gott, mal, ist die scheiße, Alter. Hast du mal... Ja, was willst du auch? Bist du? Hast du mal die Kackwaffe gesehen, die ich jetzt gerade drin habe? Oh, ich verwechsel die Tasten immer noch. Ich habe eine Sniper mit 98 und die hat 200% kritischer Trefferschaden. Was soll ich mit dem Scheiß, den du mir da gegeben hast? Ja, dann lass liegen. Dann nehme ich den Scheiß, lass ich den Scheiß auch hier liegen. Genau, lass den Scheiß liegen. Die hier werfe ich lass weg. Lass den Mist dafür liegen. Ich wahrscheinlich gleich 1000 Sachen. Dafür nehme ich die Elektrowaffe. Die Elektrowaffe. Steht da, was steht da? Sah ganz Death nice by Bullets oder so. Steht da. Dann gehen wir rein. Ja? Ja, easy. Los geht's. Zum Safehouse. Natürlich zum Safehouse, aber erstmal. Ich bin ja ein Fan von Safehouse, ne? Erstmal genehmige ich mir einen Schluck Vitamalz. Ja, gönn dir. So, wir sind am Safehouse angekommen. Das ist auch schon natürlich gut zu wissen, ne? So, hast du irgendwas, was dir auf dem Herzen brennt momentan? So ein bisschen so. Ich? Hast du irgendwas? Ja, also ich bin der felsenfesten Überzeugung, irgendwie hat dir Sonic was wehgetan. Oh, Sonic. Was sagt ihr zum Sonic-Charakter, der zu diesem Zeitpunkt jetzt eine Woche alt ist oder sowas? Ich finde den halt richtig scheiße. Er ist halt, ich finde ihn halt ein bisschen. Auf den ersten Blick, als er sich da gedehnt hat, ne? Ich habe den Trailer von vorne. Wir fangen beim Trailer mal ganz am Anfang an. Auf den ersten Blick. Als er sich da gedehnt hat, als man ihn nur von hinten saß, habe ich gedacht so, oh mein Gott, was kommt jetzt auf mir zu? Oh ja, ich habe schon gedacht, oh Gott, das kann ja nur schrecklich werden. Ich meine, es ist schrecklich. Wir bleiben ja auf dem Teppich. Es ist sau schrecklich, was da passiert. Also ja, das was sie da wirklich gemacht haben, ist halt wirklich extrem schlimm. Mit zwei Augen muss das sein, mit zwei Augen. Das ist eigentlich ein zugewachsenes Auge.
Eigentlich normalerweise. Eigentlich, weißt du? Eigentlich warte mal, ja. Warte mal. Ich habe Level Up, ne? Ah, du hast Level Up. Ich bin tot. Moment. Das ist nice. Gut zu wissen. Yo, das nehmen wir doch. Aber ich krieg den Räuberbanditen tot, wenn er nicht andauernd weglaufen will. Ja, außerdem wärst du hier gleich in die Ecke gespawnt. So, also von da ist das Wayne. Ja? Er ist halt komplett abgebrannt. Was sagt eigentlich die Karte? Ich öffne mal kurz die Karte. Was sagt die Karte? Wir sollen. Uff. Uff. Ja, also ich glaub mal nicht. Also glaubst du, wenn du auf die Karte achtest, ne? Hey, Kumpel. Ich bin hinter dir, du Lappen. Oh ja. Das war. Oh Gott. Scheiß Waffenwechsel. Und jetzt sterbe ich. Ich glaube, uns steht ein Boss bevor hier. Ja, ich sterbe gerade. Willst du mich mal retten? Ja, ich bin auf dem Weg. Was geht ab? Oh, sonst alles klar, ich glaube hier? Hinter dir. Danke. Nee, er kommt nicht hinter mir. Nein, hinter mir nicht. Nee, ich seh den. Oh Gott, was hast du denn da drin getriggert? LOL! Du badass Psycho, Alter! Hat er einen kleinen Arm, Alter? Was ist mit dem denn kaputt? Ey, jetzt kann ich hier. Jetzt nicht hier. Ne? Wir machen uns nicht über Behinderte lustig. Was will er mit seinem T-Rex-Arm denn machen? Will er mich anschreien oder was? Oh, süß. Okay, du hast recht, wir sollten uns nicht über Behinderte lustig machen. Das ist echt nicht witzig. Ja, aber gut, man ist ja, es ist halt. Okay, doch, er mit seinem kleinen T-Rex-Arm ist halt schon ziel. Er kommt! Ich meine, es wäre schlimmer, wenn wir uns nicht über die lustig machen würden, richtig. Ne? Ich meine, das ist schlimmer. Gleichberechtigung und so, ne? Ich hab versucht, T-Rex laute zu machen, vielleicht mag er mich dann. Aua. So, er ist abgefackelt. So, geil, hier liegt nur noch seine Maske. Die ist jetzt weg. Oh, zwei Beine. Krass. Hi, Kumpel. Bei mir liegt da auch natürlich zwei Beine. Du bist ziemlich arm und beinlos. Ja. Das ist ein bisschen traurig, oh Gott. Besser Arm dran, ja, als Arm und Bein ab. Ich schieß mich selbst in den Tod, ne? Das hast du gut gemacht. Ich weiß, danke. Guck, wie sie denken. Ich kann von hier nichts treffen, weil ich nicht anvisieren kann. Im Max. Bam! Ich werde sterben. Aua. Oh, du auch. Ja. Okay, das war's. Wobei, ich könnte vielleicht sogar noch überleben, wenn er sich nicht ducken würde und die Waffe nicht Ewigkeiten braucht zum Nachladen. Und, wirst du überleben? Wenn die Kamera nicht wirklich immer wegziehen würde. Es hilft natürlich auch extrem viel, wenn das alles dann das Bildschirm dunkel wird, ne? Ja, nicht nur das ist geil, die sind ja auch gerade alle von dir weggelaufen. Du hättest bestimmt noch einen gekillt. Jetzt reicht's mir, Alter. Es reicht. So, alle tot. So, war die Waffe gut? Alles das gut war immer. Nur eine graue, ne? War nur eine graue, ja. Hab einfach nur kurz mit weggesnackt. Einfach schnell mal wegsnacken, die Scheiße. Ich guck mich hier immer gerne um, weißt du? Weiß auch nicht warum. So, ich. Was ist da denn auf dem Bild? Hier ist nix. Ups. Geil! Skag-Aufzeichnungen. Und Rag-Aufzeichnungen. Skags und Rags. Skags und Rags, so krass. Das ist wichtig zu erfahren. Guck mal, das ist eine Karte. Uff. Ups, Entschuldigung. Nice. Look at that butt, Alter. Look at that butt. So, komm weiter. Oh, scheiße, Duell! Was? What the fuck? Was ist denn jetzt passiert? Stirb! Ja, woher soll ich das wissen? Egal. Das Lustige ist ja, ich wundere mich gerade. Hey, was passiert hier? Keine Ahnung. Da stand irgendwie, du wolltest Genugtuung, dann habe ich geboxt oder war Duell? Komm, wie ihr denkt. Wie ihr denkt. Oh, da geht er hinterher, Alter. Da geht er hinterher. Ich habe ihm nur eine Faust gegeben. Oh Gott, wie er denkt, Alter. Dieser Psychopath, ne? Wie er einfach. Was hinter dir? Oh Gott. Das ist nicht der Einzige. Nicht? Tja, das war ein. Ah, nee, da ist noch einer. Aua! Kriegst du ihn tot? Ja, easy! Snack dir die Waffe weg, Alter. Mach ich auch, snack mir die einfach. Hier schlafen sie also? Ja, natürlich. In ihren Dreckslöchern. Sollen sie machen, was sie das wollen. Das erinnert mich, ne, an einen gewissen Spieleladen, der mal in meiner Heimatstadt war. Oh!
Das Drecksloch. Es existiert eh nicht mehr. Also wir können drüber lästern. Ollis Drecksloch. Ollis Drecksloch. Ich meine, aber gut, der hat halt Laden billig verkauft. Die aber Spiele dennoch, waren halt Alter. Schon ziemlich nice, ne? Man hat da wirklich jeden geilen Shit gekriegt, ne? Für einen relativ günstigen Ollis Preis. Ollis Drecksloch, Alter. Wie aber nice war Ollis das eigentlich? Ollis Drecksloch. Also wir sind natürlich nicht hier, wir machen kein, Was mit dir da passiert? Ach so. Wir wollen natürlich niemanden beleidigen, aber das muss man sich vorstellen. Warte mal, gibt's hier irgendwie eine ähnliche große Kammer hier irgendwie in der Nähe? Ich glaube nicht. Warte mal. Aber wie der Miku schon gesagt hat, wir beleidigen eigentlich. Man kommt auf jeden Fall rein. Ungefähr so könnt ihr euch den Laden vorstellen. Man kommt hier, ist eine Tür. Hier, man geht hier so rein. Da ist ein Kassierer. Da hinten ist eine Tür, hinter wo der Kassierer ist. Und hier rechts alles vollgestellt mit Spiele. Null Übersicht. Und alles ist dreckig. Und der Teppich, Alter. Kaffeeflecken. Das war schon was. Und dann Aschenbecher überall, weißt du? Kippen hier, kippen dort. Und das Lustige ist, in meiner Heimat ist Dan immer noch jeden Sonntag auf dem Flohmarkt, ne? Verkauft seine Spiele da auf dem Stand. Jupp. Aber was man ihm halt auch zugutehalten muss, ist halt einfach... T-Rex, ne? Oh. Was halt zugute ist, ihm zugute halten muss, ist halt einfach, er hat die Spiele halt wirklich fucking billig verkauft, ne? Da kann man halt wirklich nichts sagen. Ja. Aber der andere Laden war mir halt, der andere Laden bei uns in der Nähe, ich weiß nicht, EB Games hieß der nächste, nee. EB Games war damals GameStop, glaube ich. Die haben sich ja umbenannt. Stimmt. Da war ja irgendwie so bei Crazy Games haben wir einen Laden bei uns. Und der... Du weißt noch, als der Zeit, wo Prototype im Hype war, ne? Ja, Prototype ist ziemlich geil. Fand ich auch. Also auch wenn ich aus heutiger Sicht einfach unnötig da finde. Da gibt's sogar für den PC ein Deutsch-Patch, obwohl das Spiel niemals mit deutscher Sprache gekommen ist, der erste Teil. Das Lustige, hat mir das angeguckt, ne? Das Spiel ist halt echt total scheiße. Was die Freiheit anbelangt, ist das schon nice, ne? Aber es ist halt unnötiges Gekille. Warte mal, bleib mal stehen. Siehst du das, wie der hängt, Alter? Bei mir hängt da keiner. Da oben. Ach so, ein bisschen abhängen. Ja, abhängen. Und guck mal hier, Alter. Wir haben einfach gedacht, so, Alter, komm. Nice. Na, wie geht's dir? Siehst du den Wichsflecken da? Ja, natürlich. Der dreht durch, Alter. Naja, auf jeden Fall, worauf ich hinaus will bei Prototype ist, das Spiel ist natürlich erstmal aus heutiger Sicht ist das Spiel abgrundtief schwer nachher. Wenn die ganze Stadt verseucht ist. Ich fand das überhaupt nicht schwer. Ich fand das voll geil, weil man alles töten konnte, wenn du noch alle Fähigkeiten hast. Du warst halt übertriebenst mächtig. Ja, das ist natürlich das Geile, aber irgendwann bringt das Übertriebene nicht, weil das Gameplay halt so kacke ist, weil der letzte Boss ist halt so scheiße. Das stimmt, der letzte Boss ist wirklich nicht einfach, aber es macht halt Spaß, durch die Menschen zu ziehen und alles auseinanderzureißen, was du möchtest. Ja, auch wenn es aus heutiger Sicht ein bisschen unnötig ist, habe ich das Gefühl, als ich das letzte Mal gesehen habe. Und, naja, auf jeden Fall, was wegen Crazy Games angeht, ist das so? Ich bin natürlich... Geil, ich bin nicht... Ich bin in den Laden reingegangen. Oh, toll. Ich wollte mich gerade... Ich bin in den Laden reingegangen. Ja. Und hab gesehen, ich hatte natürlich erstmal kein Geld dabei, ne? Ich gehe also rein, einfach nur kurz zu gucken. Hä? Das war was tötet mich denn die ganze Zeit? Oh Gott, du Huan, ey. Stirb, Headshot. So. Naja, auf jeden Fall gehe ich da rein und dann sehe ich Prototype. Und ich habe erstmal kein Geld dabei. Da dachte ich so, Alter, nice, das Prototype, Alter. Und dann gehe ich raus. Und sag aber doch im gegen Abend zu einem Kumpel, ey, das Spiel ist indiziert. Eigentlich darf das hier gar nicht verkaufen, ne? Ja. Naja, es ging später hin. Hat das Spiel nicht mehr da drin stehen. Ja. Frage ich ihn, ob er es noch hat. Und? Und? Er sagt dann so, ja. Hallo? Hä? Hallo, was geht? Ist ein Claptrap. Oh. Claptrap-Rettung, Safe House. Achso, ja, hol mal das Reparaturkit. Hol mal kurz. Da will ich ja keine Ruhe erzählen. Wo ist denn das Reparaturkit? Das musst du suchen. Du siehst auf der Karte. Achso, das ist schon markiert, ja, alles klar. Dann muss ich das jetzt gerade mal finden. Naja, auf jeden Fall muss ich deine Dings. Hat er nicht mehr, hat er unterm Tisch. Wo läufst du da hin? Das ist hinter mir eigentlich. Kann ich hinter dir überhaupt lang? Da kommen wir doch her, oder nicht? Nein, ja, schon, aber ich muss ja den Weg da erstmal wieder hinfinden. So, erzähl. Achso.
Ja, ich weiß, das dauert ein bisschen letzte, ne? Naja, auf jeden Fall. Geh ich rein, frag so, hallo. Haben Sie noch Dings? Er guckt mich immer so an. Und dann rufen wir sicherlich die Polizei, ne? So ungefähr hat er geguckt, ja. Weißt du, weil er mich gehört hat, wo ich gesagt habe, das Spiel ist eigentlich indiziert, das darf er eigentlich gar nicht verkaufen. Ja, und dann hat er es rausgeholt. Ich so, ja, ich habe ja Spiele damals, habe ich noch umgetauscht, Spiele. Heute würde ich das nicht mehr umtauschen. Ja. Habe ich damals noch das Spiel umgetauscht und wollte immer mehr. Nee, das nehme ich denn dafür. Das fühle ich dafür. Und dann habe ich gedacht, so, Alter, irgendwann habe ich mir gedacht, so, das ist langsam GameStop abzocke. Und dann habe ich gedacht, so, ne, mehr kann ich nicht, mehr Spiele gebe ich nicht. Und dann hat er es irgendwann doch getauscht. Geil. Weil er wollte immer mehr Spiele von mir zum Umtauschen. Und das ist halt einfach Bullshit. Ups. So, ich hab's. Das ist Reparaturkit. Ja, aber da lobe ich mir halt einfach Ollis Drecksloch. Da hast du die Spiele halt zu einem fairen Preis gekriegt. Ich glaube, fast 10 Euro. Das war ein Inventar-Upgrade. Immer, ne? Die Claptraps geben uns ein Inventar-Update. Ah, geil. Das ist halt das Wichtige. Das soll man am besten immer mitnehmen. Ollis Drecksloch, da hast du die Spiele, glaube ich, sogar gerade als sie frisch rauskommen, 10 Euro günstiger gekriegt. Immer. Und das für Retail halt schon echt nice. Das ist richtig geil gewesen, ja. Aber leider war der Laden wirklich, weil er hat den Spitznamen nicht umsonst. Es war ein richtiges Drecksloch. Du bist ja voll den Weg gegangen, ne? Scheiße! Oh, ich hab ihn getötet. Nice! Miniaturschütze. Stirb. Ich hab ein Medikit gefunden. Alter! Oh, fuck! Yo! T-Rex! Krieg ich die noch tot? Alter, mir voll eine Kanne gezogen. Oh, scheiße. Ich sollte zu dir und dich irgendwie versuchen, wiederzubeleben. Jetzt baller auf den T-Rex. Du bist unverwundbar, solange ich bin tot. Hinter mir war einer. Keine Munition. Geil, ich stehe auf den Typen drauf. Ich hatte keine Munition. Ich stehe auf den Typen drauf. Ich kann nichts machen. Ich bin tot. Ich hätte mich easy wiederbeleben können, aber ich bin auf... Oh, ich lebe! Ich bin auf dem Typen oben drauf gestorben. Das musst du dir in dem Part angucken, Alter. Oh ja, der kommt jetzt natürlich voll zu mir gerade. Du kriegst Besuch. Was? Oh, fuck. Nein, Oh nein, warum legst du so lange nach? Oh, dieser Bärde... Au, dieser Bärde ist T-Rex, Alter. Oh, scheiße. Beleg mich wieder. Ich kann nicht. Der T-Rex ist hinter mir her! Bleib aber stehen! Jetzt hauen wir nicht mit T-Rex ab! Was soll ich ihm machen? Der tötet mich dann auch! Ist egal, aber ich hätte ihm jetzt einen Kill können mit meinem Sniper! Du bist so ein minderbemitteltes Arschloch! Oh, jetzt töte ihn doch! Was machst du denn? Lad doch nicht deinen scheiß Sniper nach! Kill den doch einfach! Oh! Endlich! Ich glaube, wir kriegen gleich Munitionsauffrischung. Meine Fresse! Voll. Kann nichts mehr tragen. Ja, ich gar nicht. Oh, hier ist eine Kiste. Die kann ich dann ja looten. Okay. Außer die Munition, die Granaten, die werde ich kenne. Was haben wir denn hier? Scheiße, ich bräuchte aber normale Munition und nicht so einen Scheiß, Alter. Hier, nochmal Granatenschaden. Kannst du dir vielleicht gönnen. In Blue. Was ich auch vergessen habe zu erwähnen, was neu ist, ist das automatische Einsammeln von Munition und so. Das gab es in Teil 1 nicht, ne? Ich glaube nicht. Also ich weiß es nicht, ich hab's ja nie gespielt. Nee, ich hab nachgeguckt. Ich hab mich extra nochmal informiert, was neu ist. Also gab es und das. Und auf jeden Fall, es gab nicht das automatische Einsammeln. Du musstest halt jedes kleinste Teil manuell überall einsammeln. Überall Beine. Ja. Krass. Heftig. So. Ja, aber ich glaube, ich hatte mir damals bei Ollis Drecksloch Prototype gegönnt. Ich habe bei Ollis Drecksloch halt, ich glaube, Naruto Brokenbond und Bleach und so weiter gekauft. Brokenbond habe ich da, glaube ich, auch geholt. Bleach. Stimmt, ja, genau. Bleach habe ich sogar auf meinem Kanal sogar Let's Play, das habe ich sogar von da. Sogar, wo Miku und ich in Brokenbond Sasuke besiegt haben. Das war übel. Uff, war der übel. Also, der war wirklich richtig übel. Wir reden eigentlich mit niemandem hier, ne? So, man muss sich aber überlegen. Es guckt hier eh keine Sau. Stimmt, aber wir können das ja erzählen halt einfach, ne? Ja, das stimmt, das können wir machen. Erzähl mehr. Aber der Sasuke war halt schon wirklich heftig. Der, egal wie stark ihr wart, bei dem Sasuke, nach 3 Schlägen hat er euch einfach umgebracht.
glaube, heute würde ich das Spiel gar nicht mehr anfassen. Ist da eine gute Waffe dabei für mich? Eine Shotgun und ein seichtes Maschinengewehr. Die sind alle 16, Alter, die eine. Kannst alle vergessen, Alter, ne? Das ist echt übel. Ich glaube, ich tausche meine Stromwaffe aus. Ich habe keine Ahnung, wo er lang geht, ne? Ich weiß es nicht. Vielleicht sagt mir dieses Schild hier was. Weil die Stromwaffe ist eh nur grau. Erforderliches Level 16, uff. Ja, da sagst du was. Wir sind übrigens bald da. Nicht mehr viel und dann geht's los. Ja, läuft bei uns, ne? Das ist heftig. Naja, ich weiß nicht, ob's so... Oh, Kacke! Hinter dir! Genau, mach Facelock, Alter. Hinter dir! Ja. So, er ist tot. So, die sind alle abgekratzt. Sehr gut. Sehr schön. So, sehr nice. Muni. Oh Gott, hinter dir. Nimm mit. Was denken die, wer sie sind? Miniaturschützen. Die legen sich mit dem Falschen. Mit der Falschen, hab ich doch gesagt, oder nicht? Ja. Ja, mit meinem süßen Popo legt sich keiner an. Geil, ich krieg Leben durch meine Granaten dazu. Das ist nice. Ja, die Granaten sind mega. Die Granaten sind echt mega. Aber bringt ja nichts, wenn du stirbst. Leider nicht, habe ich auch gerade gemerkt. Da war ein Schläger. Danke dir. Das ist kein Ding. Ich muss extrem aufpassen. Oh, wieso sterbe ich denn andauernd? Oh, das war dieser Mini-Zwerg da hinten, ne? Und ich kann ihn nicht töten. Oh, du Out, ich hab's überwischt. Ja! Sehr gut. Bewach mich. So. Alles nice. Das lief doch echt richtig gut. Ja. Wir müssen halt echt vorsichtiger spielen, Borderlands 1, ne? Borderlands 1 hat einen knackigen Schwierigkeitsgrad im Gegensatz zu Teil 2. Hier ist aber auch nichts zum Waffen aufladen, zum Munition. Wo wir halt, so ist in Teil 2 konnten wir halt relativ gut durchlaufen und hier sind wir halt am Dauerkrepieren irgendwie. Ja, ist halt ein bisschen anders, ne? Spielt sich aber sehr nice, muss ich ganz ernsthaft dazu sagen. Ich mag das Spiel sehr, bis jetzt. Auch vom... Hier, Muni. Lass mir mal eine Munitionskiste. Die Granate kannst du haben. Alter, den haben sie aber ordentlich, ne? Den haben sie ordentlich zerhackt, ne? Uff. Utility Max Rounds, okay, Caseless. 200 Caseless, oh krass, Alter. Ist hier hinten noch irgendwas? Da war ich noch nicht, dann lauf mal da lang. Du hast Facelock immerhin, du bist schneller als ich. Ja, ich mach was ohne Facelock, ich gehör zu den coolen Girls. Zu den coolen Girls, die ohne Facelock klarkommen. Ich hab was geheim gefunden. Eine Klaffenkiste. In meiner Mädchenklicke nennt man mich hier die immer auf Zack ist, weißt du? Die ohne Facelock spielt. Oh, geil, Schilde. Genau. Oh, bitte. Das ist nice. Erzeugt bei einem kleinen Feuerstoß, wenn aufgebraucht. Ja, nehme ich die mal, ne? Ich tausche mal aus. So. Kannst du die haben, wenn du willst. Was macht der? Ne, der ist allgemein schwächer. Wie kann ich denn austauschen? Bei mir will der nicht austauschen, wenn ich drücke. Gedrückt halten. Mach ich. Das liegt wahrscheinlich daran, weil mein Inventar voll ist, ne? Meines auch, aber man hat die Waffe gleich rausgeschmissen. Nee. Also normalerweise schmeißt er das alte raus. Funktioniert direkt. Halt nicht. Ich hab keine Ahnung, woran das liegt. Bug. Borderlands 1 ist die Goat Edition ist ein bisschen. Er hat den Grün halt aus. Ach so, wegen erforderlichem Level. Oh Gott. Ja, natürlich. Hast du denn gedacht? Toll, echt. Und was habe ich jetzt für ein Schild drin? 151 und Ladegeschwindigkeit plus schnelle Aufladung. Besser als mein letzter Schild. Das ist okay. So, dann wollen wir uns mal zum Ende hinbegeben. Jo. Hier müssen die dicken Leute oder die maskulinen Leute müssen sich hier sogar schon ducken, damit sie da durchkommen. Echt? Du musstest dich echt ducken, um durchzukommen? Jo. Oha, was geht hier denn ab? Das sieht nach Bosskampf aus. Es ist ein Bosskampf. Rasender Psychopath. Okay. Kann man machen, ne? Oh, fuck. Der ist heftig. Der wird heftig. Wow! Bist du tot, Alter? Der hat mir mit der Schockwelle getötet. Oh, krass.
Ich komme! Ist ja nett, wenn du Fettsack mal aus dem Weg gehen willst, damit ich den kleinen Spaß hier töten kann. Nein, ich wurde weggeboxt! Ich kann dich nicht wiederbeleben! Sorry, ich werde die ganze Zeit weggeboxt! Und hier stellt sich immer jemand in den Weg! Oh krass, der ist glaube ich noch auf Stufe 16, glaube ich, noch ein bisschen heftig für uns, oder? Nö, geht schon durch. Geht schon durch. Meinst du? Ja, easy. Easy. Ich brauche deine Hilfe. Ach so, du bist ja schon da. Okay. Du hast mich gerade getötet. Ja, ich? Deine Granaten machen mir Schaden. Gut zu wissen. So, du musst. Versuch gerade durchzudurch, ohne reinzugehen zu müssen. Das ist schlecht, ich. Weil ich konnte ihn eben treffen. Ich hatte ihn fast tot. Ach, ich bin ja noch da. Also bleibt das noch so? Ja. Gut, dann muss ich da schnell hinrennen. Er hat doch Dinge an seinem Gürtel. Schieß dich auf. Versucht. Ist nichts passiert. Oh, pff. Was ist los mit dir? So, ich bin wieder da. Ja. Er werft seine Granaten halt, ne? Muss halt extrem aufpassen. Guck mal, meine Granaten geben dir Leben, Alter. Ich merke das gerade. Tja, wie willst du jetzt machen? Ja, ne? Was willst du jetzt machen? Blitzschaden, jetzt kriegst ne? Auf die Schnauze, Alter. Hm? Hier, Faustkampf. Faustkampf gegen den richtigen Mann. Lass die Frau in Ruhe, Alter. Stirb jetzt. Der müsste eigentlich schon tot sein. Ja, jetzt. Da, lila Sniper, darf ich das haben? Warte. Ja, nimm. Dann nehme ich die hier. Nee, gönn dir die Sniper, die ist schlechter als meine. Vom Schaden her sogar. Hier ist ein Raketenwerfer, Alter. Gönn dir. Das mache ich sogar. Na, Feuer will ich nicht. Feuer willst du nicht? Du bist kacke. Der Typ ist kacke, was hat er gemacht? Ja, nee, ich bleib bei meinem normalen Sniper, das macht ein bisschen mehr Schaden. Oh, was ist das? Das ist Schlüssel zum Minentor. Gönnen wir uns, ne? Ja, klar. Du solltest die Mine jetzt betreten können. Es steht nichts mehr zwischen dir und Sledge. Und wir sind der Kammer einen Schritt näher gekommen. Ich glaube an dich. Geil, ich habe keine Ahnung, was sie gesagt hat, weil ich es nicht hören konnte. Hast du keinen Untertitel an? Nein, ich habe keine Untertitel an. Wollen wir deine schnell anmachen? Schalt die mal an. Meinst du, ich finde das sehr störend, Untertitel anzumachen? Nicht bei sowas. Ist besser, wenn es ist, weil sonst kannst du nicht mitlesen. Weil so manchmal hörst du es halt nicht. Oh Gott, ich hasse Dreischusswaffen. Dreischusswaffen sind einfach der größte Scheiß. Also soll ich... ich lasse Untertitel aus. Für meine Zuschauer ist das, glaube ich, angenehmer, wenn keine Untertitel drin sind. Oder was meinst du? Musst du wissen. Also ich habe es von Anfang an schon an. Weil ich weiß, dass manchmal in so ein actionreiches Gefecht nicht... wirklich... Man sich nicht wirklich konzentrieren kann. Kämpfen kann. Nicht wirklich, kannst dich halt nicht wirklich konzentrieren, genau. Aber dann kann ich mich doch auch nicht aufs Lesen konzentrieren. Für unsere Zuschauer ist das ja irrelevant. Ja, du müsstest ja der Story schon ein bisschen folgen können, ne? Ich spiele das Spiel, weil es mir Spaß bringt. Story juckt mich jetzt eher weniger. Da die Story sich, glaube ich, erst in Borderlands 2 ewig rausfährt. Wie komme ich hier wieder raus? Achso, hier ist eine Tür. Oder nicht? Die Story legt doch. Oh Gott, du bist tot? Fuck. Nein, noch lebe ich. Die haben mich nur getroffen. Ich habe keine Muni mehr. Getroffen. Sehr nett, wenn die stehen bleiben würden, diese. Ich will Blut sehen. Kann ich nicht wiederbeleben? Jetzt. Oh. Alter. Dein Ernst, Prick. Dein so, Ernst. Endlich. Ja, beim Nachladen kann ich dich nicht wiederbeleben. Was ist denn das für ein Scheiß? Dann hör auf, nachzuladen. Da sagst du so einfach. Oh, hinter dir. Hä? Schluck meinen Raketenwerfer, Alter.
So, ich bin hier, ich verkaufe wieder erstmal, ne? Bin ich, gönn mir. Das ist interessant. Komm ich zu mir? Doch. Doch, komm zu mir. Irgendwie ist der jetzt gerade gestorben. Tschüss. Ich hab mich selber umgebracht. Oh, ernsthaft? Ich bin auf Level Up und ich lebe noch. Puh. Oh, da ist ein Badass-Schläger, Alter. Ach nee. Ach was. Das ist das Problem, was ich habe. Aber ansonsten geht's mir. Ansonsten geht's dir gut? Ansonsten geht's mir to die, ja. Das ist echt super. Geht nicht besser. So, jetzt reicht's mir. Was? Ich bin gestorben, obwohl ich meinen Ulti-Modus hatte? Ja, geil. Läuft bei mir. Wenn der mal aufhören würde, wegzulaufen, könnte ich ihn auch töten. Danke. Alles ja, gut? Ich lebe wieder. Sehr schön. Gut, ich verkaufe erstmal die ganzen Hast Zeug, du den ne? Badass-Typen umgebracht? Ja, nein, er ist hier noch da. Und ich laufe voll in ihn rein. Achte darauf, dass du das Kapazitätsscheiß nicht verkaufst, ey. Das ist aber Bullshit. Ich bin tot, weil da auch ein Badass-Räuber war. Geil, ich hab ihn nicht schnell genug runtergekriegt. Kriegst du ihn tot? Stirbt! Hast du ihn tot? Jetzt hast du meinen Kill geklaut, wirklich, ganz ehrlich. Sorry. Klaus. Oh, schnell. Yes. Ich opfer mich halt für meine Teammates auf. Und ich klau ihnen die Kills. Den habe ich hier geklaut. Aber wir sehen das ja so nicht so eng. Wir sind ein Team. So, dann kann ich jetzt hier auch erstmal. Team! So, dann kann ich hier jetzt auch erstmal Sachen verkaufen. Die ist scheiße. Die sind alle kacke, ne? Ich kann, glaube ich, alles verkaufen. Weg. Ja, ich habe alles was verkauft, was ich nicht brauche. Verkaufen? Die Schildkapazität, das musst du benutzen. Das, was du vom Claptrap bekommen hast, benutzt das nicht. Wo ist denn das? In dein Inventar. Oder was? Upgrades oder was? Keine Ahnung, ja, wahrscheinlich, wo denn sonst? Und. Ich habe da nicht drauf geachtet. Unter Upgrades habe ich. Speicherdeck-Upgrade. Ja, benutzt das. Das kannst du nicht, dass du verkaufst. Benutzt das. Ah, okay. Da, stimmt, die muss ich ja benutzen, ne? Ja, ist mir auch eben gerade eingefallen. Das wird nicht automatisch. Das ist Schwachsinn. Stefan, das ist verkauft. Ja, du wärst dann weg. Für immer weg, ne? Das darfst du nicht vergessen. Für immer. Ja. Für immer und ewig. So, dann noch einmal Muni gönnen. So, easy. Oh, wir haben gut was in dem Part geschafft, Lemon Squeezy. Oder? Ja, wir sind aber noch nicht fertig. Der Part ist noch nicht geht ja, noch weiter. Ja, wir haben ja noch ein paar Minuten im Part. So, sind wir hier fertig? Dann können wir raus, ne? Wir können nice. Raus, ja. Wir haben einen Boss geschafft. Ein Boss geschafft. Das war aber kein richtiger Boss. Das war ja keine Dings, ne? Keine Videosequenz. Richtig, wir haben den fertig gemacht. Richtig hart, Alter. Vernichtet haben wir ihn. So, und wir dürfen im Let's Play jetzt zum Glück endlich mal gar keinen Lag zu spüren bekommen, weil ich die Einstellung ein bisschen geändert habe. Ich habe nichts runtergedreht. Da, das Kommandant Steel ist eine Sirene. Und wieso darf ich die nicht spielen? Was spielen? Kommandant Steel? Weil das ein Gegner ist. Sieht ja sogar noch besser aus als Lilith. Nein, eigentlich nicht. So, wo sollen wir eigentlich hin? Sag, was sagt die Karte? Die Karte sagt, wir sollen den Minentorschlüssel abliefern. Irgendwo ganz da hinten. Wir müssen jetzt zum Anfang der Map, Alter. Wollen wir durchlaufen? Wollen wir durchlaufen oder wollen wir die alle mitnehmen? Gibt EP. Wir laufen durch. Dann lauf du durch und ich töte hier in der Zwischenzeit noch alles. Du kriegst die EP ja, glaube ich, mit. Okay, töte ich auch. So, weil dann hättest du die Reise antreten können. Wo ist denn der Gegner? Ist der hier drin oder was? Oh, scheiße. Ja, tatsächlich, der ist da drin. Ein Räuberbandit. Mann, T-Rex, lass mich in Ruhe. So, den habe ich zerfetzt, Alter. Guckt euch das Blut an.
Pass auf! Pass auf, T-Rex kommt! Oh, Kacke! T-Rex kommt! Lass den T-Rex doch kommen, ey! Das ist. Oh Gott, geh weg, T-Rex, Alter! Ups, ich wollte eigentlich nicht, ich wollte euch nur nachladen. Geil, ich bin im Sprung verreckt, ne? Das will ich sehen. Also mitten im Sprung bin ich einfach gestorben. Das war gerade richtig hart witzig. Ist der T-Rex bei dir oben? Nee. Dann hast du ihn, dann ist er wohl schon gestorben, oder? Ach nee, da ist er. Unten. Ja, der T-Rex ist tot. Hast du ihn? Ja, hast du ihn. Gegen meinen Raketenwerfer ist halt nicht gut Kirschen essen, ne? Nee, glaube ich. Guck, verrecken. So, guck mal, wir töten die alle total easy weg. Was wollen sie denn machen? Eben. Außer verrecken. Hinter uns ist noch einer. Da oben. Diese Scheißdinger, ne? Ich kann ihn nicht treffen, ne? So, jetzt. Volltreffer, Alter. Heieieiei. So, jetzt halte ich links. Einfach links halten. Nicht rechts. Okay, einfach links halten. Da oben. Wir wollen keine random Account auslösen. Genau. Über außerdem, über wir schießen immer kurz im Nacken. Noch welche. Oh, scheiße, ja, T-Rex. T-Rex. Das so. Ist halt voll die harte Beleidigung, weißt du das? Dann Faustkampf. T-Rex gegen T-Rex, Alter. Mach das. Du bist aber kein T-Rex. Leider nicht. Ich bin der Mann mit den starken Fäusten. Ich töte die alle gerade. Tschüss. Ich bin gestorben. Nee. Oh, Kacke. Ich habe keine Muni mehr. Ernsthaft? Ah, das ist wichtig. Ist er erst so intelligent und geht einmal komplett aus dem Rum, weil er weiß, dass er auf die Fresse kriegt von mir? Oh, tot. Oh, ich sterbe die ganze Zeit. Was tötet mich denn? Der Killerbandit oder was? So verreckt, ey. Ich sehe dich gar nicht mehr auf der Karte. Wo bist du denn? Bin schon wieder am Anfang. Bin durchgelaufen. Ich töte hier einfach alles, ey. Oh Mann. Wir sind Alphas-Gag und so. Sein Kopf ist ganz schön geplatzt und seiner auch. Was geht mit dir ab, Alter? Bei mir platzen Köpfe, Alter. Ich kümmere mich hier um die wahren Übeltäter. Um Skags? Willst du das damit sagen? Ja. Richtig. Hier sind noch mehr Skags. Sie sind alle bei mir. Scheiß auf Skags. Sag Bescheid, wenn du aufgeräumt hast. Kann ich weg zu uns wegporten? Warte, ich räume noch auf. Okay. Sag an, wenn du bist. Oh, wenn du kannst uns wegporten. Ich hab alle weggetötet. So schnell geht das? Okay, mach ich. Öffne aber nicht das Menü. Nice. Huiuiui. Der Part läuft bis jetzt richtig, richtig gut. Ich bin begeistert, wie geil dieser Part einfach ist. Ja. Alter, ja. Alter. Da schlotzt du so vor dir herum, ne? Hart. Was sagt hier die Karte? Wo müssen wir denn eigentlich hin? Was sagen hier die Schilder? Wir müssen einmal komplett runter. Schrott. Ah, wir müssen zum Minentor. Holst du eine Karre? Ich hol eine Karre. Hier ist doch das Drive-In, ne? Ja. Das Drive-In, ja. Kann man so sagen. So, denn ich will gerne den Raketenwerfer wagen. So, da, gönn dir. Möchtest du fahren oder sitzen? Nee, ich sitze lieber. Oh, that ass. Oh, hier sieht man, kommt meine Mütze gut zur Geltung, ne? Wo müssen wir lang? Wo willst du eigentlich hin? So, erstmal einmal außen rum jetzt. So, wir sollten erstmal in die andere Richtung fahren. Also wieder über Pisswash. Über Pisswash! So, nee, hier sind... Bau mir keinen Unfall. Falsch, wir müssen hier runter. Unfall. So, jetzt kannst du alles umdrehen.
Voll gegen den Baum gefahren. Wenn du nicht gegen die Wand fährst, wenn du gegen den einzigen Baum in der gesamten Borderlands fahren würdest. So, ne? Ich war gegen den einzigen Baum, der existiert. Das ist halt der einzige Baum, den es gibt, weißt du? Du fährst dagegen. So, und wir haben es geschafft. Boom! Ja. Die Aufgaben waren noch leicht zu lösen. Jetzt wartet mit Sledge eine echte Prüfung auf dich. Unterschätze ihn. Brick, ich würde gerne aussteigen, du Lappen. Danke. Ist das so? Warte, wir müssen Sledge. So, Schlacht um die Badlands. Piss off. Geil. Das war nice, so, ne? So, dann gehen wir nach Headstone Mine. Oh, nice. Wollen wir hier den Part beenden? Oh. Den Headstone Mine? Ja. Ja, ne? Hier ja. Machen wir im nächsten Part ja. Weiter. Ist besser. Ja, denke ich schon. Nachdem das erstmal. Warte, nicht weiter laufen. Bleib bloß hier. Da kommen dir gleich 1000. Okay, gegen. Alles klar. Meine Güte. Frick. Nur weil du fett bist, muskulös, heißt nicht, dass du auch Hirn hast. Maskulin. Ja. Ich bin maskulin. Das, was in deinem Körper ist, ist nicht da oben. Es ist nur da unten. Okay? Es ist nur da unten. Aber ich glaube, da unten hat Prick auch nicht viel. Ich glaube, da hat Lilith mehr. Kann sein, ja, stimmt. Naja, Leute, ja. Ich würde dann sagen, wir verabschieden uns hier bei dem Part. Wir haben viel erlebt, wir haben sogar einen Boss besiegt. Ja. Der war richtig krass, aber wir haben ihn besiegt. Und guck mal, da laufen schon die ersten Gegner rum, diese Huans. Nicht abschießen, da haben wir ein Problem, weil da kommen alle. So, aber ich würde sagen, wir sprechen gar nicht weiter und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss! Ja, bis dann. Tschüss!